Konzert. Schön, dass ihr dabei seid. And welcome you at home as well, because we know we're being watched by lots of people internationally here to Song of My Life. Thank you so much for joining us. And you're in for a treat this evening. And I hope everyone here is out, can speak English, but I'm sure you can. I will switch back and forth all the time. Anyway, you're at home, you're in for a treat because we have really great musicians here in the living room that are going to play wonderful music. We are going to have Venice later on, all the way from Venice Beach, California, who are going to play wonderful songs. They've been on stage with many, many people from Pink Floyd, for example, or they've played with James Taylor, I think, and so many amazing people, and they make wonderful music. But we are also going to have a warm-up, which would be a little bit too little to say, because it's not just a warm-up. It's wonderful music from Cologne. There are these two wonderful, beautiful women who are standing behind me, Jenny and Anna, and they are from a band called Zweimal Leben, which means living twice, which is really a good thing to do. If you don't want to live once, you live twice. I'm going to ask them about them later. There's going to be an interview with Venice. There's going to be an interview with these guys. And I'd like you at home to also maybe hear the crowd in here, because we're all looking forward to what's going to happen tonight. Wir freuen uns alle sehr drauf auf das, was heute Abend passiert, oder? Yeah. Have a wonderful evening. I will see you in a minute. Enjoy Zweimal Leben here by Song of My Life, das Wohnzimmerkonzert. Vielen Dank. Das bin ich.
schön. Wow. Vielen Dank. Wow, das ist ganz schön verrückt, hier zu sein. Und ganz schön aufregend. Ja, ich habe vorhin noch gesagt, es ist ganz schön aufregend, aufgeregt zu sein. Und ja, so ist das. Wir möchten uns an der Stelle direkt einmal, weil wir hier sein dürfen, bei dem lieben Martin bedanken. Es ist unglaublich, was du hier auf die Beine gestellt hast und stellst. In deinem Wohnzimmer. Es ist verrückt. Martin und sein ganzes Team, all diese Leute, die hier sind, den ganzen Tag schon und alles aufgebaut haben, es ist wirklich unglaublich. Dankeschön auch an Pablo. Vielen Dank. Ja, krass, ey. Ich hab den Martin damals gefragt, ja, kannst du uns bitte noch die Adresse von der Location schicken, dass wir wissen, wo wir hin müssen? Und er meinte, ja, in mein Wohnzimmer. Und ich so... Ja, wie? Und er so, ja, wir machen das bei mir im Wohnzimmer. Und ich so, okay, cool. Ja, und jetzt sind wir hier. Und spielen den... Ja, danke schön. Wir spielen den nächsten Song. Viel Spaß bei Feuer. Ah, what? Oh Gott. Sorry, ja. Wir brechen jede Regel. Unser Käfig brennt.
Vielen Dank. Dankeschön. Ihr seid aber lieb. Jenny, ich habe eine unglaubliche Idee. Ja? Magst du den nächsten Song ansagen? Das ist eine fantastische Idee. Der nächste Song ist schon ein bisschen älter. Den habe ich mal damals, als ich frisch verliebt war, geschrieben. Also, ich bin jetzt immer noch ganz frisch verliebt, seit 4 Jahren. Aber damals wusste ich noch nicht so genau, ah, sagst du es jetzt, sagst du es nicht. Dann zählt man so innerlich, 1, 2, 1, 2. Ja, naja, und darüber handelt quasi der Song. Ja, achso, es war mein Timing ein bisschen schlecht. Aber, achso, den Akkord. Passt. Klasse. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Reiß mich völlig aus den Schuhen. Perspektiven sind verlaufen. Wir waren jung und so vertraut. Du hast meine erste Kippe geklaut. Nimm Delirium versunken, an Zukunft nie gedacht und als Freunde viel gelacht. Zusammen 100.000 Kippen geraucht und aus den Schachteln Türme gebaut. Und mir fehlten die Worte, als ich neben dir lag. Ich wollte suchten wir uns ein Versteck zwischen Reifen und Container. Schliefen wir dann ein. Und mit Schlafen in den Augen verloren wir uns aus dem Blick. Mit trüber Brille blieben die Geschichten, die wir schrieben. Angst, was du sagst. Ich hab Angst, was du sagst.
Dankeschön. Ich kann nochmal betonen, dass es echt schön ist, hier zu sein. Und die Aufregung sinkt ein bisschen. Das ist doch was Tolles. Der nächste Song, ich komme aus Bayern und ich habe immer Probleme mit dem S und dem S. Weil ich habe erst hier von Jenny gelernt, weil hier hatte ich dann Deutschunterricht. War ganz schön hart. Ist es, glaube ich, immer noch. Hier habe ich dann gelernt, dass es ein S gibt. Und bei mir zu Hause, ja, das war richtig, sagen wir nämlich auch Fantasie zum Beispiel, statt Fantasie. Mind blown. Ja. Naja, so viel dazu. Der nächste Song, das war jetzt richtig, heißt Was bleibt und handelt von der Frage, was bleibt. Mind blown. Stunden, die wir vergeuden, so viel Zweifel, die wir uns beugen, so viele Menschen, die sich aufgeben, so wenig Träume, die uns bewegen, so viele Stunden, die wir vergeuden, so viel Meinung, der wir uns beugen, so viele Menschen, die sich aufgeben, so wenig Träume, die uns bewegen. So viele Stunden, die wir vergeuden, so viele Zweifel, die wir uns beugen, so viele Menschen, die sich aufgeben, so wenig Träume, die uns bewegen. Was bleibt? Frag ich dich, frag ich mich und geh. Ja, die Zeit, sie treibt mich, verzeiht nicht, verzeiht. Auf euch vor. Und zwar summen wir jetzt alle zusammen, okay? Stimmung! Okay. Bisschen lauter. Oh ja, noch lauter, das ist super schön. Dankeschön, vielen Dank. Was bleibt? Frag ich dich, frag ich mich und geh. Ja, die Zeit, sie treibt mich, verzeiht mich, verzeiht mich. Was bleibt? Frag ich dich, frag ich mich und geh. Ja, die Zeit.
Stelle. Band wird leise, ihr beendet den Song. Sehr schön. Oh, ihr wollt weitermachen. Vielen Dank. Ein Applaus an euch. Man hört mich jetzt, ich glaube nicht. So, man hört mich jetzt. Zweimal Leben, keine Sorge, es geht auch gleich weiter mit eurer Musik. Vielen Dank erstmal. Don't worry, at home we're going to hear some more music from Zweimal Leben in a couple of minutes, but I do want to talk to them a little bit. And vielleicht kannst du ja übersetzen, weil ich ja kein Bayerisch kann. Aber das kriegst du hin, ne? Leider gar nicht. Okay. Ah, okay, sehr gut. Also ihr habt euch vor anderthalb Jahren oder so kennengelernt und das war, weil du, Jenny, die Anna gesehen hast auf einer Bühne in Köln. Wie genau war das damals? Ja, ich war damals eingeladen von meiner Mitbewohnerin auf ein Konzert, was im Ruhrpott stattfindet, immer in Köln. Einmal im Monat, glaube ich. Ne? Schöner Laden übrigens. Schleichwerbung. ja, und da hat die Anna gesungen und ich habe mich direkt in ihre Stimme verliebt und dachte, mit der muss ich... Er ist immer ganz gerührt, wenn ich das sage, aber es stimmt ja, auch. Ja, ja, ja. Ist auch schön, deine Stimme. Und dann hast du sie angesprochen, oder? Ich hab ihr tatsächlich eine Karte gegeben. Also ich habe von vielen gehört, dass man das heute eigentlich nicht mehr so macht. Bei mir funktioniert das gut. Sehr gut. Altmodisch. Ja, ich mache das einfach so. Und dann hast du angerufen, weil du gedacht hast, wir könnten was zusammen machen, oder wie hat sie sich verkauft, als sie die Karte überreicht hat? Tja, also ich fand die Jenny direkt sympathisch und habe ihr dann eine E-Mail geschrieben, so lief das. Ich habe die neulich wieder gefunden, da stand, hallo liebe Jennifer. ja, Jennifer nennt sie niemand, glaube ich. Nee. Ist aber okay gewesen. Okay, ja, macht genau. Da nichts. Und dann habe ich mir einfach ihre Sachen angehört, die sie so online hatte und dachte, also ganz schön cool, kann man doch mal was machen. Und dann habt ihr ursprünglich nur einen Song geschrieben und dann hat sich da mehrere Sachen daraus entwickelt. Und was hat das mit Bibi und Tina auf sich? Wirklich, in der Bio steht Bibi und Tina und ich habe gedacht, hä, wie passt das denn jetzt? Erklär mal, wie passt das jetzt? nee, das Ding war einfach nur, die Jenny hat mir dann ihre Adresse geschickt und die Jenny wohnte damals noch in der Falkensteinstraße in Köln. Und ich habe mich damals gefreut, weil ich höre, ja, Outing, immer noch Bibi und Tina. und dachte mir, weil wer das kennt, da... Kennt hier irgendjemand Bibi und Tina? Ja. Ja. Das ist doch super. In der ersten Reihe, in der zweiten Reihe. Toll, das finde ich toll. Hier sind noch ein paar Anhänger von Bibi und Tina, ist auch toll. Und da gibt es ja den Alexander von Falkenstein. Und da die Jenny dann in der Falkensteinstraße wohnte, dachte ich mir... Glück für mich. Muss ja gut sein. Okay, dann passt. Aber eure Songs handeln nicht von Bibi und Tina? Nein, meistens nicht. Gott sei Dank. aber ich habe gelesen auf Facebook, da steht, was wünscht ihr euch oder eure Interessen? Und da steht Weltfrieden. War das jetzt überlegt? Oder habt ihr einfach irgendwas da reingeschrieben? Und hat das auch was mit eurer Musik zu tun? Viele Fragen auf einmal, viele ne? Fragen ja, auf ich weiß, einmal. Jenny. Unglaublich. Ich komme gar nicht hinterher. Nee, wir haben tatsächlich einfach irgendwas reingeschrieben, aber wir wünschen uns natürlich Weltfrieden. So ist ja nicht. Ja, natürlich. Ja, schön wäre das. Aber, nee. Ja. Also, ich finde, wenn man eure Musik hört, würde man denken, dass ihr vielleicht ein bisschen melancholischer seid. Ihr seid aber sehr glückliche Menschen, also beziehungsweise die Texte sind trauriger als das, wie ihr so wirkt. Worüber handeln eure Texte? Also jetzt abgesehen davon, dass du deine Liebe erklärst an deinen Mann an deiner Seite. Aber sag mal... Ach, Frau. Ja, Frau an deiner Seite. Ja, sehr schön. Ja, auch gut. Ja, sehr gut. Das hätte ich vorher vielleicht mal fragen sollen, ne? Aber schade, ja. Ne? Naja. Also abgesehen davon, wovon handeln eure Texte so? Ganz unterschiedlich. Du sagst ja, die sind eher melancholischer. Ja, das stimmt. Und wir sind ja eigentlich schon immer relativ gut drauf. Ja. Der Grund, warum wir diese Texte wählen, ist, glaube ich, einfach, weil man schreibt ja Songs aus einer gewissen Emotion raus. Mhm. Und wir haben das versucht, Songs zu schreiben, wenn wir glücklich sind. Es endete meistens einfach nur darin, dass wir Gin getrunken haben und uns gefreut haben. Und ich weiß nicht, wir sind einfach produktiver. Ja,
In diesen Gin-Exzessen, also die waren jetzt nicht übermäßig oft natürlich, aber haben wir natürlich viel über unser Leben auch reflektiert und so. Ja. Und wenn man weiß, was man verlieren kann, dann schätzt man das mehr wert. Und, Stimmt. Nun ist es ja so, dass ihr euch noch nicht so lange kennt und trotzdem schreibt man zusammen Musik. Das kann ich mir auch manchmal schwierig vorstellen, weil man eben sich nicht so gut kennt. Oder öffnet das so die Türen, vielleicht anders kreativ zu sein als sonst? Also, ja. Wir haben uns schon recht gut kennengelernt. Also wir sehen uns auch ziemlich häufig tatsächlich. Ja. Und wir sind auch Freunde, könnte man. Ja, wir sind Freunde. Ja. Nee, wir haben uns halt am Anfang ja nur für einen Song mal so getroffen. Und dann haben wir eben gemerkt, dass das mehr werden soll auf jeden Fall. Und dann haben wir uns einfach echt angefangen, total oft zu treffen. Und man merkt dann schon, dass wenn man auch so viel zusammen schreibt, und Schreiben ist ja wirklich ein emotionaler Prozess, dann muss man sich irgendwie näher kennenlernen, weil sonst kann man gar nicht nachvollziehen, warum der andere jetzt diese Emotion da reinbringen möchte, so und so ausdrucken möchte. Und zum Glück haben wir das gemacht, weitergeschrieben und uns weiter kennengelernt, denn ich finde auch, dass da eine ganz tolle Freundschaft draus entstanden ist. Und tolle Musik vor allen Dingen. Die Sendung heißt ja Song of My Life. Deswegen würde ich jetzt schon ganz gern wissen, was ist denn euer Favorit? Also was ist euer bester Song? Euer der beste Song? Ja. Jenny, möchtest du dazu etwas sagen? Oh ja. Habt ihr euch da geeinigt? Also hast du? Ja, habt ihr euch geeinigt? Sehr gut. Das war ein bisschen schwierig auch, weil wir haben natürlich auch viele verschiedene Einflüsse. In Bayern haben wir festgestellt, hat man andere Dinge geguckt als in Nordrhein-Westfalen. Es geht aber jetzt um den besten Song. Ja, ja, ne? Aber generell war das ja schon, du bist auch ein bisschen jünger als ich. Ja, komm. Naja, aber der beste Song... auf jeden Fall, wir haben uns eine ganz tolle Künstlerin rausgepickt, die wir beide wirklich feiern. Amy Winehouse, die ja leider nicht mehr unter uns weilt. Und wir haben da schon Parallelen gesehen zu unserer Musik. Einfach dieses triste, melancholische, was sie ja auch sehr stark in ihren Songs immer rüberbringt, was sich bei uns auch widerspiegelt. Und, das ist also euer Best Song, und euer First Song passt da gar nicht rein in diese... Nee, das stimmt. Nee, was ist das denn? Das ist aber vielleicht auch einfach, wie unsere Songs melancholisch sind und wir selber eigentlich ganz gut drauf, so sind auch der Best und der First Song ein bisschen unterschiedlich. Der First Song ist nämlich, soll ich das jetzt schon verraten? Ja, sehr gerne. Der Titelsong der Gummibärenbande. Ja. Wer kennt das denn? Ja, ein paar kennen das noch. Das ist so eine Zeichentrickserie aus, also vor 20 Jahren ungefähr. Oder beziehungsweise ich kenne das noch, aber ich bin viel älter als ihr. Macht aber nichts, ich kenne es trotzdem. Und das sind so kleine Gummibärchen, die immer glücklich sind. Genau. Ja. Also ist nicht zu verwechseln mit den Glücksbärchen. Ja. Die sind ja immer glücklich. Die Gummibären haben ja auch ganz krasse Feinde. Ach so, aha. Die Ungeheuer. Und diese Feinde waren damals in meiner Kindheit leider der Grund, warum ich Albträume bekommen habe und dann die Serie nicht mehr gucken durfte. Dann hoffen wir mal, dass ihr jetzt... das ist sehr tragisch. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr jetzt keine Albträume bekommt von dem Song. Ich glaube aber nicht. We're gonna hear a song from the series Gummy Bears. I think it's from that series, but it's something that influenced them in their lives, and they're gonna play some more songs. So thank you at home for being with us with Zweimal Leben. Und danke, dass ihr noch dabei seid und zuhört mit der wunderschönen Musik. Dankeschön fürs Gespräch. Danke, und wir freuen uns jetzt auf die Gummibärchenbande. Ja, wir auch, ne? Wer den Song kennt, kann ja gerne mitsingen, weil gerade im Chorus, da muss ja so richtig Energy rüberkommen, ne? Und da ihr gerade alle schon zugegeben habt, dass ihr den Song kennt, pam, pam, kommt ihr da nicht mehr weg. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Ihr seid dran! So viel mehr noch erleben, kommt auch hier hin und singt einfach mit.
Dankeschön. Danke. Kurze Info an Mama und Papa. Ich weiß nicht, in welche Kamera ich gucken muss. Ich nehme die. Mama, Papa, ich bin alt genug. Ich darf die jetzt angucken, ja? Was da los? Okay. Genau, dann kommt jetzt der Best-Song. Wir haben uns, wie Jenny ja schon gesagt hat, für einen von Amy Winehouse entschieden. Viel Spaß bei Tears Dry on Their Own. Darkness that we knew, and this regret I got accustomed to. Once it was alright when we were at a height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had met my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't owe nothing to me, but to walk away I have no capacity. He walks away, the sun goes out. He takes it away, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress a man when there's so many other things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, a perspective pushes through. I'll be some next man to the woman too. I cannot play myself again. Should just be my own best friend. Not walk myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes it in. I could say no regrets and no emotional debt. Cause as we kiss goodbye in the sunset, so we are history. Our shadow covers me, the sky above a blaze that only love will see. He walks away, the sun goes down. He takes it in, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. Nach rechts guckt und da sitzt der Martin und grinst einen an. Das gibt einem sehr positive Energie. Das ist toll. Dankeschön. Der nächste Song ist wieder von uns. Der heißt Glaub nicht alles und er handelt davon, dass man nicht alles glauben soll. Dazu sage ich kurz noch mehr. Er handelt einfach ganz kurz zum Thema Weltfrieden, den wir uns definitiv wünschen. Ich sage immer ganz gerne, leben und leben lassen, dann wäre doch alles in Ordnung, oder nicht? Und glaub nicht alles. Ja, danke. Danke. Ja, glaub nicht alles. Glaub, man soll nicht einfach immer alles glauben, was einem vorgekaut wird und was man glaubt zu wissen und glaubt zu glauben. Ciao.
scher dich, passier nicht das Blut. Nutzen und euch mal diese zwei wunderbaren Musiker an unserer Seite vorstellen. Ja. Ja. Ein riesen Applaus für Felix! Und natürlich ein riesen Applaus für Jonas! Prost, by the way! Bitte? Alles live. Alles live. So ist das. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Song. Oh, das finde ich gut. So spontan. So spontan. Richtig nice. Glück bei uns. Der Song heißt Dach und handelt von einem Thema, was uns alle bestimmt beschäftigt. Emotion, Liebe, Beziehung. Kurz zusammengefasst, es geht,
von denselben Themen, der Song handelt von denselben Themen wie unsere Lieblingsserie GZSZ. Es geht einfach darum, dass man in einer Beziehung schlechte und gute Zeiten zusammen erleben muss, um wirklich zusammenwachsen zu können und um sich Vertrauen aufbauen zu können. Und das dauert einfach jahrelang und davon handelt der Song. Und auch wenn von außen betrachtet vielleicht deine Beziehung eher kaputt aussieht, heißt das nicht, dass es die von innen auch sein muss. Viel Spaß bei Dach. Unter Dreck vergraben, reißen wir Fassaden ein, machen Staub zu Zucker. Ich bin das, du bist das, ich mag, dass wir das sind. Wenn dummes Rumgerede kann, als wäre wenn gedacht, doch wenn wir mit der Tür ins Haus fallen. Du magst das, ich mag das, ich mag, dass du das magst. Unter dem Dach, wo wir beide leben, stehen Gläser gefüllt mit Regen. Es ist frischig und es leckt, hat tiefe Risse, ich find's perfekt. Wir können dadurch die Sterne sehen, unser Dach hat schon viel erlebt. Ein kleiner Schramm ist leicht defekt, doch jeden Makel find ich perfekt. Alles neu, alles raus, zünd ein Kleider an, damit wir uns nackt sehen. Ich will dich und ich will dich, ich will, dass du mich siehst. Komm, zwing mich in die Knie, hör, wie mein Atem schlagt. Komm, sei mein Ritalin, mein Mut, mein Hass, mein Angriffspunkt. Unter dem Dach, wo wir beide leben, stehen Gläser gefüllt mit Regen. Es ist brüchig und es leckt, hat tiefe Risse, ich bin perfekt. Wir können dadurch die Sterne sehen, unser Dach hat schon viel erlebt. Der kleine Schramm ist leicht defekt, mit jedem Makel ist perfekt. Für die einen ist es Gold, für die anderen ist es Schuld. Es wird's perfekt. Wir können dadurch die Sterne sehen. Unser Dach hat schon viel erlebt. Ein kleiner Schrank ist leicht defekt. Mit jedem Makel fühl ich perfekt. Für die einen ist es Gold, für die anderen ist es schön. Oh, für die anderen ist es schön. Für die anderen ist es schön. Für die einen ist es Gold, für die anderen ist es schön. Was ihr denkt, ist mir egal, mir egal, mir egal. Dankeschön! Vielen Dank! Zweimal leben! Spontan spielen wir dann jetzt noch einen Song für euch. Ja, ich habe es richtig gesagt. Song. Okay. Der Song heißt Wandern. Und wie sich vielleicht manche, wenn sie ein bisschen in den Titel sich reindenken, schon sich vorstellen können, handelt dieses Lied vom Wandern. Ja. Das klappt mal gar nicht, gell? Nee. Ich habe erfahren, der Martin kommt auch aus Bayern. Finde ich super. Super, ich komme von Ingolstadt, also die Nähe da. Passt, gell?
Basti. Genau, Wandern handelt jetzt mal im Ernst davon, dass einfach, dass es viele verschiedene Wege gibt, die einen zum Ziel führen können und die aber vielleicht einen gar nicht zu dem Ziel bringen, was man sich vielleicht vorgestellt hat, weil da ein viel besseres Ziel irgendwo gewartet hat. Steine, zu viele Alternativen brüchen Beine, viele Alternativen verschleiern den Weg. Es ist entweder oder gar nicht, anscheinend erlebe gar nichts, und das reicht nicht, müssen lernen uns nach vorn zu bewegen, neue Wege zu sehen. Über Schienen, über Weichen und scheitern aufgrund zu vieler Zweifel. An Gleisen, wir genügen uns selbst nicht. Nichts bleibt genug. Wir stehen und fallen, bis wir wissen, euch.
an Jenny, an Anna, an Jonas und an Felix. Ein Riesenapplaus für Zweimal Leben. Vielen, vielen Dank. Ich komme noch mal nach hinten. Das ist ja so. So, genau. Also, wenn ihr euch interessiert, könnt ihr natürlich auf ihre Facebook-Seite gehen und alle Infos bekommen, wann ihr die nächsten Auftritte habt. Und ich habe vorhin vergessen, es gibt ganz neu, aktuell Merchandise von den beiden. Ja, was gibt's denn da? Was ist das denn zum Beispiel? Wollmützen. Die über die Ohren gehen. Sind. Sehr schön. Und das alles erfahrt ihr auf ihrer Facebook-Seite. Zweimal Leben ist also Zweimal Leben geschrieben. Ich danke euch ganz herzlich für das Konzert haben. Das war sehr, sehr schön. Thank you at home for watching as well. And we are going to continue very soon with Venice. So we're going to get like the cologne breeze out of here and get the California breeze into the living room here. So will everybody get their beach clothes on. You can go take a break, go get yourself some kind of summer cocktail or drink a Gaffelkölsch, which we're going to do here. Whatever you'd like. We'll be back in about, probably 15 minutes. So lean back. Ihr habt das alle verstanden. Geht euch einen Kölsch holen. Es euch gut gehen und gleich geht's hier weiter mit der Band Venice. Also bis gleich. Vielen Dank.